Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Baldur's Gate Teil 3. Teil 1 meine ich natürlich. Teil 3 ist noch gar nicht draußen. Zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht. Keine Ahnung, wie ich jetzt auf Teil 3 gekommen bin. Lasst uns hier mal erst uns ein bisschen noch umschauen, was wir so alles haben. Wir haben hier auf jeden Fall noch ein bisschen Zeug, was wir mitnehmen können. Da ist aber nirgends was drin. Ein bisschen Geld. Okay, das schadet auf jeden Fall nicht. Dann gehen wir nochmal hier rein. Oh, wow, wow. Ah, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Wir hatten doch auch noch eine Aufgabe. Aus dem freundlichen Arm, lang ist es her mittlerweile. So, was war denn das für eine Aufgabe? Waren das einfach nur die Gegner erledigen? Oder mussten wir da auch noch was anderes machen? War das sogar Landrins Habseligkeiten? Das war sogar noch aus Kapitel 1. Sie hat mir erzählt, Haus Westlich von windigen Schwindlern Beregost, die toten Spinnen in mein Gesch... Aber ohne sie gesehen zu haben, will er mich nicht entlohnen. Und alten Stiefel. Und ihre Weinflasche. Können wir hier... Das muss ja sein. Also, er hieß es auf jeden Fall von... Ah, da haben wir doch was. So, da haben wir eine tote Spinne. Die müssen wir als Beweis mitbringen. Diese Riesenspinne ist sogar noch widerlicher als lebendig. Ist tot sogar noch widerlicher als lebendig. Ihre hervorstehenden, kristallklaren Augen stachen leer in eure Richtung. Und ab und zu zuckt eines ihrer Beine. Acht Beine. Ja. Egal. Krampfartig zucken die Beine jedenfalls noch. So. Das ist wohl die Weinflasche, die wir mitbringen sollen. Dann kriegst du mal als Questgegenstand. Und das sind wohl die Stiefel, abgetragene Stiefel. Die soll man ja auch noch mitbringen. Und der kommt hier rein. Ich glaube, den Beutel muss ich irgendjemand anderes geben, wo mehr Gewicht tragen kann. Wobei, das Zeug ist ja nicht schwer. Ah, müssen wir mal schauen. So, auf jeden Fall, wenn wir nach zum freundlichen Arm gehen, haben wir jetzt auch eine Quest wohl erledigt. Sehr gut. Landrins Haus, genau. Okay, was haben wir denn sonst noch alles zu finden? Ein Lederharnisch. Können wir verkaufen. Oh. Hier ist alles... Ja, hier haben wir alles eigentlich schon gemacht. Das sieht doch ganz gut aus. Dann müssen wir vielleicht noch die Häuser hier oben mal nachschauen, ob da irgendwie was Schönes zu finden noch ist. Oder hier, da waren wir, glaube ich, ja auch noch nicht drinnen gewesen. Oh, da kann man auf jeden Fall nichts mitgehen lassen. Zu viel Aufmerksamkeit hier. Und da genauso. Ja, gut. Alles klar. Fine and dandy. Dann haben wir das Haus. Da waren wir ja auch noch nicht drin gewesen. Ah. Nee, das ist das, wo sogar markiert worden ist. Ah, wenn ihr wieder nach Kerzenbeu kommt, solltet ihr die Geschichte von den Glocken der Tiefe lesen. Das ist eines meiner Lieblingsbücher und wird euch sicherlich gefallen. Waren wir bei dem schon? Ist ganz schön schwer. Ah, ihr seid doch Gorians Zögling, das einsame Kind aus Kerzenbeug. Natürlich, ich habe von Gorians Tod gehört und drücke euch mein herzliches Beileid aus. Ihr habt euch hoffentlich in der Lektüre weitergebildet, seit ihr Kerzenbeug verlassen habt.
Ja, die Welt der Bücher. Ich habe gehört, dass eine neue Ausschrift des wundervollen Schmökers die Geschichte der Schicksalsmünze für eine schöne Stange Geld in einem der Geschäfte hier zu haben ist. Wärt ihr vielleicht so freundlich, das Buch für einen alten Mann wie mich zu besorgen? Ihr bekommt das Geld selbstverständlich wieder. Ich gebe euch sogar ein kleines Extra, um euch für eure Reisen zu unterstützen. Es muss hart für euch sein, so ohne Gorion. Ein neues Buch. Wir haben also noch nicht mit ihm geredet gehabt. Ich glaube, ich muss langsam mehr aufschreiben, was für Quests ich habe, damit ich nicht irgendwie komplett durcheinander komme, wo wir überhaupt noch hin müssen. Ich habe in Baragost einen alten Freund getroffen, Firebart Elfenhaar, einen nicht mehr ganz jungen Magier, der gelegentlich die Bibliothek in Kerzenbeug besuchte. Er hat mich gebeten, die Geschäfte in der Umgebung abzusuchen und in die Geschichte der Schicksalsmünze zu kaufen, falls ich sie finden kann. Die Mauern von Kerzenbeug wirken zwar manchmal sehr bedrückend, doch an manchen Tagen vermisse ich diesen Ort schrecklich und heute ist wohl so ein Tag. Okay, das Buch haben wir allerdings noch nicht. Was wollt ihr? Denn ich verschwinde jetzt. Ich hab genug davon. Ah, wo könnte man das Buch kriegen? Haben wir hier irgendwo noch ein Geschäft gehabt? Das ist nur ein Jadering, kann aber mitkommen. Ich erinnere mich jetzt an kein Geschäft mehr, wo wir hatten. Tell me. Yep. Ich erinnere mich jetzt an kein Geschäft hier mehr, wo wir hatten, wo wir Sachen kaufen konnten. Ah, doch, vielleicht Kargeins Geschäft. Weil das waren eher Wirtshäuser. Doch, Kargeins Geschäft könnte vielleicht was gewesen sein. Da werden wir auch gleich nochmal reingehen. Ob wir das Buch nochmal da drin finden. Vielleicht können wir auch diesen einen Ring, den wir haben, noch identifizieren da drin. Wer? Oh, entschuldigt, aber wir haben einige Freunde erwartet, die schon seit langem hätten kommen sollen. Herr Goldgrag wird sehr enttäuscht sein. Bitte stört ihn nicht. Okay, kann man auch mit dir nochmal reden? Fremde in mein Haus? Ah, es ist doch sowieso alles egal. Ich habe seit einer Woche nichts mehr von meinem Sohn und meiner Frau gehört. Da ist alles andere ziemlich unwichtig. Ich hätte sie in diesen gefährlichen Zeiten einfach nicht reisen lassen dürfen. Lass mich mit meinem Kummer allein. Ist das eine Quest? Ja. Es geht jedenfalls nichts auf. Also falls es eine Quest ist, dann wird es nicht angezeigt. Die Geschichte des Schattendings. Das ist nicht das Buch, das wir brauchen. Ob's schlafender Zwerg, ja, okay. Ob in der einen Dings, da hat man auch ziemlich viele Bücher drin. Gotcha. Ob da vielleicht das Buch drin wäre, das wir es gar nicht kaufen müssten. Mich kümmert's nicht. Hier lang. Ich hab genug davon. Okay, sehr schön. Dann ist das auch erledigt. Dann dieses Haus noch. Einfach mal so schauen. Wenn wir das so sehen, ob das eine Geschäft, da wo wir gewesen sind, ob wir da vielleicht auch nachts vielleicht wiederkommen können, ob es da bewacht wird oder so. Das könnte man mal ausprobieren. Wobei, ich habe den Eindruck gehabt, dass sich da nichts groß ändert, ob es da nachts oder nicht Nacht ist. Naja, das ist nicht wirklich was wert. Need me? Gotcha. So, gotcha. Das Haus noch. Ja? Ich habe genug davon. Die Truhe können wir auch nicht aufmachen. Ich meine, könnten wir schon, aber. Denn ich verschwinde jetzt. Aber es ist vielleicht keine so gute Idee. Oh, und wir sind überladen.
Okay, ich muss demnächst mal ein bisschen Zeug. Geschichte dann da, bla bla. Ja, ich muss mal ein bisschen Zeug umladen. Nee, auch nicht. Okay, alles klar. Dann sind wir in diesem Haus auch fertig. Lasst uns mal hier runtergehen. Eigentlich das hier kann hier rein. Die Tränke soll lieber mal ein anderer mitnehmen, der hier ein bisschen mehr Tränke braucht. So. Das würde ich gerne da lassen. Schnelligkeitstrank kann eigentlich auch. Nö, nee, das sieht eigentlich so aus, als ob das jetzt in Ordnung wäre. Jetzt haben wir noch das Haus. Das ist am Eck. Aber da habe ich schon keinen Eingang gefunden gehabt. Na gut. Dann ist es so. Dann gehen wir jetzt noch in das eine Geschäft rein. Vielleicht gibt es da das Buch ja zu kaufen. Dann muss ich nicht mal groß mich umschauen. Und vielleicht können wir da auch Ringe und die Halsketten und so Zeug auch verkaufen. Was ja auch nicht so verkehrt wäre. Gotcha. Ich hab keinen Bock zu reden. Ach, das war... Ja. Das war ja gar kein richtiges Geschäft. Das war ja... Oh Mann. Das warst ja du, ja. Das wollte ich eigentlich auch gleich noch machen. Mich kümmert's nicht. Geh lang. Ich glaube, das machen wir dann vielleicht auch gleich. Vielleicht muss ich dann doch mal... Ja, aber wo könnte es sein, das Geschäft? Ich muss mal schauen. Okay, wie sieht's denn aus? Dann machen wir vielleicht deine Quest erstmal. Und dann lassen wir dich in deinen Laden stehen. Pause, erstmal jetzt schauen. Du bist Stufe 2, du solltest auf jeden Fall... Oh, du kannst sogar... deine Stufe kann sogar erhöht werden. So, Zweihänder, das ist klar. Das können wir nicht höher machen. Streitkolben, Langbogen. Dann machen wir hier auf jeden Fall den Kampf... Ah, das ist aber auch blöd. Er benutzt doch den Zweihänder. Ich meine, ich könnte... Ach, was machen wir da? Mit einer Nahkampfwaffe ohne Schild, das ist auch irgendwie blöd. Wir könnten die natürlich eine Waffe und ein Schild geben, damit er besser ist. Aber dann sollte er... wir könnten ihn den Langbogen noch besser machen. Aber eigentlich benutzen wir ihn eher als vorne drauf. Ein Zweihänder. Ja, jetzt ist die Frage, wir könnten ihn auch das Langschwert vielleicht geben. Dass er vielleicht ein Langschwert irgendwann mal benutzen kann und vielleicht ein Schild. Wäre ja auch nicht so schlecht, statt ein Zweihand-Dings. Soll man ein Langschwert geben? Dann können wir vielleicht bei der nächsten Steigerung auch Langschwert hochmachen. Andererseits... es ist halt alles irgendwie blöd. Also Schwert würde ich auf jeden Fall ihm geben. Also entweder Kurzschwert definitiv nicht. Langschwert oder Bastardschwert. Katana oder Krummsäbel, das passt einfach nicht zu ihm. Ich würde sagen, wir machen auch mal das Langschwert. Denn Kampfstil mit zwei Waffen, das bringt's nicht. Das würde ich definitiv nicht machen. Wenn ich was machen würde, würde ich entweder... Ja, Zweihandwaffen hast du ja schon komplett ausgelevelt. Also, wenn wir dann was machen, dann würde ich vielleicht Kampfstil mit Waffe und Schild machen bei ihm. Das wäre vielleicht auch nicht so verkehrt. Das wird aber noch ein bisschen dauern. Ja, dann machen wir mal auf Langschwert. Und gut ist. Okay, alles klar. Was ich aber eigentlich nachschauen wollte. Du brauchst noch viel... Also, du bleibst auf jeden Fall dabei. Du brauchst noch 4.300.
Da wäre es besser, wenn wir dich da lassen würden. Allerdings, du gehst zum freundlichen Arm. Ich meine, da müssen wir sowieso hingehen, aber es ist trotzdem blöd. Bei dir fehlen, du bist auch schon Stufe 3, fehlen weniger. Also solltest eher du rausgehen. Bei dir bist Stufe 3, da fehlen noch mehr, du solltest drin bleiben. Und du bist noch Stufe 2, dann solltest du hier wahrscheinlich rausgehen. Wenn ich dich jetzt hier rauslasse. Beim Schild von Tempus. Wir haben gut und tapfer gekämpft. So, Tempus will, werde ich vielleicht eines Tages wieder an eurer Seite kämpfen. Das will ich auf jeden Fall hoffen. Du hast nämlich auch noch Zeug von mir. Du bleibst hier stehen. Tell me. Dann kommst du rein. Kommt, nervt jemand anderen. So. Ich brauche ein Bier. Du brauchst ein Bier. Kaigen. Als er Kaigen nach seiner Vergangenheit fragt, betont er, dass sich der Fragende um seine eigene Angelegenheit kümmern soll, wenn ihm seine Zähne lieb sind. Offensichtlich führt er ein etwas dubioses Söldnerunternehmen und ist von Reichtum besessen. Jeder darüber hinausgehende Information behält er allerdings für sich. Oh, er ist rechtschaffend böse. Es hat sich eigentlich nicht so danach angehört gehabt. Ganz ehrlich gesagt. Nachdem er sich ja um seine Leute gesorgt hat, ich dachte, das wäre eigentlich ein eher ein guter Charakter. Nee, dann bleibst du auf jeden Fall. Keinen Bock zu reden. Du bleibst auf jeden Fall. Oh, netter Helm. Schützt zwar kritischen Treffern, ist aber nur. Ja. Und es ist noch ein mittlerer Schild, okay. Nee, dann machen wir das und dann wärst du raus. Dann fliegst du aus der Gruppe raus. Mach mal deine Quest zusammen und dann kommst du raus. Aber wir holen erstmal deine. Guck mal. Axt können wir da auf 3 machen bei ihm. Ja, und das war's. Gut. Hey. Ich habe echt nicht gedacht, dass der rechtschaffend böse ist. Ich habe damit eigentlich gerechnet gehabt, dass der. Eher gut sein wird. Jetzt gehen wir nach unten raus. Das ist, ja, glaube ich, so hoch wie breit. So, und er will ja nach Norden, glaube ich. Nach Norden war das. Steht jetzt nicht hier, aber wenn ich mich recht erinnere, müsste das nach Norden sein. Nee, der bleibt definitiv nicht lange in der Gruppe drin. So, schauen wir mal bei der Karawane. Sagt er da irgendwie was? Ich meine, wir haben uns ja schon hier umgeschaut eigentlich. Ja, also hier sagt er nichts. Aber da drüben ist ja auch nochmal eine überfallene Karawane. Dann gehen wir mal dahin. Vielleicht sagt er da was. Was ich jetzt gerade interessant finde. Hier heißt es Dauer. Der Reise hat 4 Stunden gedauert, aber stand auf dem Schild nicht irgendwas von 12 Stunden? Oh, guck mal, Räuber. Oh Mann, die gehen aber jetzt ziemlich leicht. Ich ergebe mich. Was wollt ihr von mir? Wenn euch die Garde erwischt, werdet ihr als Straßenräuber gehängt. Wenn ich euren Spießgesellen erzähle, dass ihr mit mir gesprochen habt, werdet ihr als Verräter gelünscht. Also seid schlau und verratet mir, wo euer Lager ist. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, das nehme ich mal. Mist. So oder so ist es Mist. Ihr kriegt, was ihr wollt. Mir alles egal. Das Lager befindet sich dort auf der Karte. Wenn es euch nichts ausmacht, würde ich jetzt gerne gehen. Ich werde mein neues Leben beginnen müssen, nachdem dieses nun irgendwo ganz unten angekommen ist. Neuer Tagebucheintrag, Tatzok und die Räuber. Okay. Ich war eigentlich nicht wegen.
Ich habe den Standort des Räuberlagers in Erfahrung gebracht und auf meiner Karte markiert. Und Transek sollte man eigentlich auch noch mit dem, sollte man eigentlich auch noch reden. Ha. Huh. Aber was ist jetzt mit dem hier? Also ich habe jetzt gedacht, das müsste eigentlich hier die Karawane sein. Ich war mir ziemlich sicher, dass der gesagt hat, nach Norden müssen wir gehen. Stand zwar jetzt nichts da, aber der hat es doch gesagt gehabt. Ha. Und ich hätte es gedacht bei einer dieser Karawanen, aber der Zwerg hier sagt... Ah, da sagt, jetzt sagt er was automatisch. Sieh einmal an, was ich gefunden habe. Das ist die Leiche von Silberschilds Sohn. Jetzt sind sie ganz schön in der Klemme. Durch seinen Tod bin ich jetzt von jetzt ein vogelfreier Zwerg. Wenn ich richtig verstanden habe, seid ihr hinter diesen verfluchten Räubern her. Da mein Ruf jetzt sowieso verwerkt ist, könnte ich ja bei euch gegen die Rache, gegen diesen Abschaum unterstützen. Ja klar. Nehmen wir es einfach mal. Der Sohn von Enta Silberschild wurde getötet. Ich glaube, da hätte man nichts anderes machen können, wenn wir auch früher dran gewesen wären, oder? Enters Sohn. Das war aber jetzt seine, die Quest von ihm, auch wenn es jetzt anders heißt. Ufer Feuerbart, Mörder Basilius, Transik, Gorke, Kurzschwert, Prämie, verlorene Stiefel. Ja, okay. Nee, dann können wir wieder zurückgehen. Und holen uns Branwen wieder. Dann geht es von böse wieder auf neutral. Das ist mir jetzt doch relativ wichtig. Ganz ehrlich gesagt. Ah, und da ist das Räuberlager. Da müssen wir noch hin. Also das ist da, wo wir hin müssen. Aber da wollen wir erstmal noch nicht hin. So, lasst uns... hierher gehen. Hier reingehen. Ja, und dann beendet man die Folge wieder. Dann kommt der Zwerg raus und Branwen kommt wieder rein. Hat es das eigentlich XP gegeben? Ne, das hat anscheinend noch nicht mal XP gegeben. Hm. Irgendwie schade. Fine and dandy. So, Krug mal neu formieren. Du kommst raus. Kommt, nervt jemand anderen. Und du kommst rein. Wie lautet Ihr Befehl? Und dich schieben wir nach hier oben wieder. So, sehr schön. Dann würde ich jetzt hier beenden und in der nächsten Folge schauen wir mal, was wir machen. Irgendwo müssen wir das Buch noch finden. Vielleicht findet man es in den einen Dings drin. In den einen Haus, wo wir da war, gewesen sind. Da waren ja viele, viele Bücher drin. Vielleicht müssen wir aber auch schauen, ob es hier doch noch irgendwo einen anderen Laden gab, wo wir das kaufen konnten. Das Fläschchen, das dürfte noch nicht fertig sein. Er hat ja gesagt, ein paar Tage. Das ist jetzt auch noch nicht der Fall gewesen. Nö, dann würde ich sagen, kümmern wir uns vielleicht noch um Transik, dass wir zu Transik gehen. Auf jeden Fall. Und dass wir vielleicht mal ein paar Nebenquests oder so schauen. Wir haben ja hier und in Nashkel noch einige Nebenquests zu erledigen. Das würde ich vielleicht als nächstes mal angehen. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss.